Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Colloquium Spirit. Ich habe heute wieder vier wunderbare Gäste hier im Studio und möchte mit Ihnen das Thema Fasten anschauen. Fasten im Zusammenhang mit Spiritualität oder auch Alkohol im Zusammenhang mit Spiritualität. Passt das zusammen oder muss man wirklich enthaltsam sein während gewissen Fristen und sagen, okay, Ostern wird gefastet oder es wird Ramadan eingehalten und. Ich möchte das einfach mal schauen, ob das nicht beides zusammen Platz hat oder wirklich eine Trennung sein muss. Nach dem Intro geht's ins Thema rein. Ich bin gespannt, was rauskommt. Bleiben Sie dran! Ja, und da sind wir wieder und ich fange an, Ihnen mein Team hier der Gruppe vorstellen zu dürfen, nämlich Silke Schäfer, unsere Profi-Astrologin. Herzlich willkommen. Danke, Alexander. Gerne. Unser Yoga-Mönch Dada Madhyavi Nyadanda. Ich krieg's hin. Helmut Agustoni, herzlich willkommen. Und Stefan Meyer. Du hast mir gerade vorne gesagt, bevor die Kamera gelaufen ist, ach, das ist leicht. Gut, dann schiebe ich mal den Ball zu dir rüber, wenn du gerne mal deine Sichtweise darlegen willst. Hat beides Platz oder muss man fasten einmal im Jahr, zweimal im Jahr? Grundsätzlich muss man nichts. Es hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Entwicklungsstufe bin ich denn gerade, was kann ich überhaupt umsetzen? Weil viele Menschen wissen vielleicht, dass das oder das gut wäre, weil andere auch darüber gesprochen haben, finden aber nicht den Weg, es wirklich umzusetzen und fühlen sich dann damit schlecht. Sagen quasi, ja, ich könnte vielleicht ein bisschen weniger hier und ein bisschen weniger da. Von daher würde ich erstmal empfehlen, mal mit dem wirklich zufrieden zu sein, was gerade ist. Mal den Status quo bei sich selbst zu akzeptieren. So, dann aber auf deine Frage betreffend. Ich bin ein Freund davon und ich habe im Laufe meiner Entwicklung erlebt, je weniger ich bin, je weniger ich sein muss, je weniger ich zuführen muss, desto weiter öffnet sich der Raum. Und ich habe sowohl gefastet, als auch früher, schon ein bisschen her, auch Alkohol getrunken, auch in jüngeren Jahren. Ich habe studiert und habe das Studentenleben genossen. Also ich weiß, wie es ist. Ich hatte eine Phase, wo die Spiritualität sich geöffnet hat, ich aber teilweise noch Alkohol getrunken habe. Und ich habe die Phase seit einiger Zeit, wo ich überhaupt gar nichts mehr trinke. Bis auf unglaublich wenige Ausnahmen, also die sind so gering, dass ich sie gar nicht mehr benennen kann. Und ich erfahre für mich, wenn ich keinen Alkohol trinke, bin ich ein anderer Mensch. Ich bin ein anderes Wesen, ich habe einen anderen Zugang, ich bin klarer, ich bin gesünder. Selbst kleinste Mengen Alkohol sehe ich als haben Auswirkungen auf das System. Und das geschieht aber meistens dann, wenn man immer feiner wird in seiner Wahrnehmung. Also ich kenne sehr wohl auch Menschen, die sagen, ein Glas Wein, wenn ich das in Liebe trinke, weil es mir schmeckt, macht gar nichts. Und das ist für diesen Menschen völlig in Ordnung. Ich aus meiner Perspektive, wenn ich drauf schaue, sage ich, es macht immer etwas, aber bitte handhabe es so, wie du kannst. Und beim Fasten ist es das Gleiche. All das, was du weglassen kannst, was deinem Körper überhaupt nicht gut tut, natürlich frisches Gemüse hier und da tut dem Körper gut, frisches Wasser tut dem Körper gut. Kannst du Zucker weglassen? Kannst du gewisse Fette, gesättigte Fette weglassen? Und kannst du vielleicht mal für eine gewisse Zeit sogar Nahrung komplett weglassen? Wirst du sehen, wie dein Körper sich erholt, wie der Geist sich erholt? Das braucht manchmal eine gewisse Phase der Adaption. Aber dann sage ich, Fasten ist total unterstützend auf allen Ebenen und sich vom Alkohol fernzuhalten ebenfalls. Okay. Ich denke, Medienfasten ist auch noch was generell. Wenn man zu viele Eindrücke von außen kriegt, tut das ja auch etwas mit meinem eigenen Geist, oder? Medienfasten und ich gehe sogar noch weiter, auch Fasten in dem Sinne von dem eigenen Ich. Weil ich ja auch immer wieder glaube, ich bin meine Geschichte, ich bin das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und wenn ich lerne und mich traue, immer weniger zu sein, also weniger zu essen, zu fasten, weniger konsumieren zu müssen, um glücklich zu sein, weniger glauben zu müssen, ich bin mein Name, ich bin meine Adresse, ich bin das, was meine Eltern produziert haben, sondern immer mehr dahin kommen darf,
ich darf loslassen, ich darf immer weniger werden, bis hin zu ich darf nichts sein. Und das ist schon eine echte Herausforderung, weil in diesem Nichts geht ein ganz besonderer Raum auf. Nur funktioniert es nicht, nichts zu sein, damit dieser Raum aufgeht, sondern ich muss wirklich mal in dieses Gefühl gehen, ich darf loslassen, was ich über mich denke. Und dann geht das fast noch tiefer, auf eine noch viel tiefere Ebene. Und wir wissen es ja, wie im Kleinen, so im Großen, wiederholen sich dieselben Geschichten. Also ja, Fasten auf allen Ebenen. Als ich gehört habe, wie im Ramadan gefastet wird, nämlich es wird immer noch genau gleich gegessen, nur zu anderen Uhrzeiten, habe ich ein anderes Verständnis vom Fasten. Was heißt jetzt Fasten? Fasten wirklich kein nichts essen, wenig essen oder nur dann essen, wenn es dunkel ist? Was ja eigentlich ein Schein vom Fasten ist, oder? Eigentlich kein richtiges Fasten. Wie lebst du das, lieber Dada? Fasten ist ein großer Bestandteil der Yoga-Praxis. Mhm. Im Yoga wird es Upavasa genannt, was bedeutet, in der Nähe zu leben, in der Nähe zum höchsten Bewusstsein, in der Nähe zum Göttlichen. Also der Hauptzweck des Fastens im Yoga ist, dass wir uns Zeit nehmen, an das höchste Bewusstsein zu denken, an das Göttliche zu denken. Das ist der Hauptzweck des Fastens. Und das geschieht in Intervallen. Die Yogis haben festgestellt, dass der Mond einen großen Einfluss auf unseren Körper hat. Und dann gibt es bestimmte Tage, die werden Ekadashis genannt, 11 Tage nach Voll- und nach Neumond. An den Tagen ist es besonders empfehlenswert zu fasten, wenn man überhaupt fastet. So, dann gibt es also regelmäßige Fasten. Also der Hauptzweck des Fastens ist eigentlich eine spirituelle Intensivierung der Disidentifikation mit unseren begrenzten Gedanken von dem, was wir sind, uns wirklich auf das höchste Bewusstsein, auf das unendliche Bewusstsein auszurichten. Dann bewirkt das Fasten eine Stärkung des Geistes, eine Klärung des Geistes, einfach festzustellen, wow, ich kann genauso gut leben, ohne jetzt jeden Tag immer essen zu müssen. Und dann hat es eine enorme körperliche Wirkung, dem Verdauungssystem, dem Magen und so weiter Ruhe zu geben und sich zu stärken und zu entgiften. Also all diese Nutzen des Fastens werden im Yoga anerkannt und regelmäßig praktiziert. Und Alkohol ist auch bei dir kein Thema. Alkohol wird, ja, alle Nahrungsmittel werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, wie sie wirken auf Körper und Geist. Alkohol hat rein materiell, biologisch, in kleinsten Dosen schon eine Wirkung aufs Gehirn und auf die Leber, die einfach nicht gut ist. Die ist nicht gesund. Deswegen, die Yoga-Praxis schließt Alkohol aus, weil es nicht gut ist für den Körper und für den Geist. Mhm. Also als Mönche berühren wir das überhaupt gar nicht. Und auch sonst als Yoga-Praktizierende, das kommt in die Kategorie, was wir Tamas nennen, oder das, was halt eine schädigende Wirkung entweder auf den Körper hat oder auf den Geist oder auf beides. Und Alkohol stufen wir in dieser Wirkungsstufe ein. Deswegen, okay. Yoga-Praxis ist eine Lebensweise ohne Alkohol. Gut, ich möchte gerne Silke Schäfer ins Spiel bringen. Ja, das ist das Stichwort ist sehr, sehr stimmig. Diese Klarheit, auch von der du gesprochen hast, das hat mich damals sehr beeindruckt bei Karl Lagerfeld, der Modeschöpfer. Da konnte er immer so schnell reden, wo er auch gefragt wurde mit Alkohol, Drogen. Und er sagte sofort, nein, ich will glasklar bleiben, glasklar. Kein Alkohol, keine Drogen, nichts. Und diese Glasklarheit, das ist der reine Geist, der sich in uns materialisiert. Und wenn wir Alkohol zu uns nehmen, das ist ganz auffällig, dass das insbesondere dann ein Thema ist, wenn wir sehr viel denken. Menschen, die sehr viel denken, sehr viel im Kopf sind, sehr viel im Kopfkino sind, greifen gerne mal, ich sage das so, zum Alkohol, um die Denkstruktur zu lockern. Und dann wird meistens die Sprache ja auch etwas lockerer.
Aber wie ich es empfinde und wie das Wachstum, des, also die Möglichkeit, dass der Geist sich komplett so manifestieren kann im physischen Körper, da haben wir noch andere Körper dazwischen. Ich merke immer oder merkte früher, dass der Alkohol die Aura durchlöchert. Also nebst dem, was du gesagt hattest mit den Prozessen innen drin, auch in den feinstofflichen Körpern, wird der Ätherkörper, der an unserem physischen Körper, in den Gelenken insbesondere angemacht ist, der Ätherkörper fängt an, sich zu lockern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mitunter fangen dann plötzlich die Knie an, weich zu werden. Ja, dass man etwas wackelt. Und diese Unsicherheit, diese Nicht-in-Klarheit-Sein, dieses Nicht-in-Klarheit-Sein, das wird insbesondere vom Alkohol sehr unterstützt. Und wir kennen es vom Rauchen, da wird die Aura wie verklebt. Also das sind alles Hilfsmittel, dass der Geist nicht klar Einzug halten kann. Und ich denke gerade, das Fasten ist ja etwas, was im Kopf stattfindet. Wenn man denkt, boah, 5 Wochen Fasten, wie geht das? Ja, wir sind das in unserer Tradition gar nicht so gewohnt. Und als ich das erste Mal 5 Wochen gefastet hatte, war das unglaublich faszinierend, von innen her zu beobachten, wie der Blick klarer wurde, wie plötzlich die Augen sich schärften, wie die ganzen Sinneswahrnehmungen enorm zunahmen, exponentiell. Und das ist etwas, was ganz essentiell ist, wirklich auch auf die Informationen, die wir zu uns nehmen. Essen ist ja reines, es sind ja Informationen, die wir aufschlüsseln innen drin. Und das kann man unterstützen, denn dieses geistige Materialisierende in uns, indem wir uns gut fühlen, fit fühlen, klar fühlen, glasklar fühlen und indem wir zwischendurch fasten, eben auch Medienfasten, alles, ja, Gedankenfasten, dass dadurch der Blick viel klarer wird und der Geist, so wie der Geist uns denkt, in einer ganz anderen Form, man sieht es auch oftmals in der Klarheit der Aura, auch der Struktur des Körpers, dass das eine ganz starke Einwirkung hat auf die äußere Form. Helmut, wenn ich das religiös einordne, vom Christentum her, dann haben wir in der Bibel 2 Stellen, die genau das eigentlich nahelegen, was der Dada gesagt hat. Das war der Johannes der Täufer, der hat ja in der Wüste gelebt, natürlich auch sehr entbehrungsreich, also er hat permanent gefastet. Und Jesus, bevor er in die Lehre ging, hat er auch 40 Tage lang gefastet. Und das war offenbar eine Voraussetzung, damit der Geist sich entsprechend auch wirksam entfalten konnte. Jetzt, wenn wir uns fragen, was das Fasten bedeutet, ich denke, du hast das von mir aus treffend gesagt, es geht darauf, um Informationen, die wir aufnehmen, entweder durch Speise, aber auch durch Medienfasten, eben indem man andere Informationen ausschließt und nachher im Grunde genommen dem Geist die Möglichkeit gibt, frei sich zu entfalten. Wenn jetzt eine Frage im Raum steht, muss man fasten, dann denke ich, geht diese Frage auch auf den religiösen Bereich zurück. Wir haben Fastenzeit. Und das ist natürlich etwas, was Gott nicht eingeführt hat. Aber man hat festgestellt, dass Fasten eben gesundheitsfördernd ist. Und da hat man das in eine Regel gegeben und hat dann das nachher an die Auferstehung gebunden und einfach zeitlich festgelegt. Aber es ist natürlich etwas, was wenige Leute wissen und auch praktizieren. Heute vielleicht sogar noch viel weniger als vorher. Aber Leute, die das machen, die gewinnen daraus. Jetzt beim Alkohol ist es eine etwas andere Sache. Alkohol kennen wir aus der Bibel ja auch, dass auch Jesus Wein getrunken hat. Aber dass Alkohol natürlich auch die Denkfähigkeit beeinflusst, das ist auch klar. Kann natürlich sein, dass er dämpfend wirkt, dass auch sich der Geist erholen kann. Es gibt natürlich gesundheitliche Aspekte. Im Alkohol gibt es einen Stoff, der heißt Resveratrol. Und Resveratrol ist sehr gesundheitsfördernd. Und das Resveratrol ist am konzentriert ist und vor allem im Rotwein. Und es ist deshalb die Empfehlung von FDA, das ist Food and Drug, also die Gesellschaft in den USA, die für Drogen, meine ich jetzt Medizin und so weiter, zuständig ist.
Das hat sie jetzt aber abgestellt. Aber sie hat ursprünglich das empfohlen, dass man pro Tag etwa 2 Deziliter Rotwein trinken soll. Und ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, das war ein Kardiologe. Und der hat gesagt, weißt du, als Kardiologe kannst du so viel trinken, wie du willst. Ist kardiologisch okay, aber der Neurologe hat nicht so Freude dran, wenn du das trinkst. Oder? Und deshalb ist es natürlich eine Frage des freien Entscheids, denke ich mal. Und wieder eine Frage, wie wir es schon bei anderen Gelegenheiten hatten, man soll nicht abhängig werden von irgendetwas, auch nicht vom Trinken, auch nicht vom Essen. Was man braucht, nimmt man zu sich. Und diese Abhängigkeit nicht einzugehen, das ist die Herausforderung. Ich sehe das beim Fasten auch so ein bisschen so. Ich meine, klar, wenn man eine richtige spirituelle Größe erreichen will, dann seid ihr ja natürlich die Vorbilder. Aber ich sehe Fasten eigentlich auch noch da, um zu erkennen, mir zu reflektieren, dass ich nicht in einem Suchtverhalten da bin. Das finde ich jetzt eigentlich auch noch schön. Mhm. Weil zu schnell kommt man in eine Sucht ein. Ich meine, ich kann jederzeit aufhören mit Frühstücken. Aber machen musst du es, oder? Sagen ist das eine, aber tun das andere. Mhm. Ich habe noch ein Zitat gefunden von einem Professor, Theologieprofessor Ralf Kunz, zum Thema Fasten. Er sagt, in der Fastenzeit auf Süßes oder Alkohol verzichten hat wenig mit religiöser Praxis zu tun. Heute steht der eigene Bauch im Zentrum. Hat er natürlich auch recht, gell? Wir fasten heutzutage tatsächlich oft, um den Bauch wieder ein bisschen wegzukriegen. Gesundheit, ja. Aber das ist ja nicht die Idee des Fastens. Nein. Das ist genau wie mit dem Yoga, das ist ja auch nicht zum Abnehmen. Das ist ja, das ist aber medizinisch ist es schon sehr relevant. In vielen, vielen medizinischen Krankheitsbildern drin ist Fasten ein Segen, weil sich da so viele Ketonkörper und mit Heilung stattfinden kann in größter Art und Weise. Aber wir würden alle sagen, wenn man spirituell wirklich wachsen will, dass man diesen Weg von regelmäßigem Fasten und Alkoholverzicht gehen sollte, wenn man das will. Von der yogischen Sichtweise ganz sicher. Mhm. Yoga sagt nicht, dass es nicht möglich ist, sich spirituell zu entwickeln und nicht zu fasten und Alkohol zu trinken. Das sagt Yoga nicht. Yoga sagt, es ist sehr hilfreich für den Körper, Geist und die Seele, kein Alkohol zu sich zu nehmen und regelmäßig zu fasten. Was heißt bei dir regelmäßig zu fasten in dieser religiösen Zeit, wo es eigentlich vordefiniert ist, oder hast du noch viel, viel mehr Fastenzeit? In der Yoga-Tradition, die ich praktiziere, fasten wir 2-mal im Monat an diesen Ekadashis, 11 Tage nach dem Vollmond und 11 Tage nach dem Neumond für einen Tag. Und Mönche und Nonnen fasten an diesen beiden Tagen und am Vollmond und am Neumond, also 4-mal im Monat. Mhm. Das ist gibt eine Regelmäßigkeit. Mhm. Ja. Je einen Tag? Ein Tag, ja. Yoga sagt, hast du gesagt, und du hast eigentlich das andere gesagt, du hast in dich reingefühlt und gespürt, es bremst dich aus. Genau, und das sind, glaube ich, auch die 2 möglichen Wege, dass ich in mir ein Ziel fühle, ich möchte mich weiterentwickeln, spirituell, persönlich, und dann schaue ich, was nutze ich dafür und womit gehe ich in Resonanz. Und das ist manchmal ein Workshop, manchmal ein Buch, manchmal eine Meditation, ein Fühlen und manchmal halt auch das Weglassen von etwas, weil ich es fühle. Aber für die, die sagen, naja, mir fällt es schwer, ich habe das Gefühl, ich kann nicht ohne Essen leben, auch nicht einen Tag. Und ich kann leider auch noch nicht auf den Alkohol verzichten. Für die, bin ich der Meinung, gibt es auch noch den 2. Weg, dass man sich auf andere Art entwickelt, also ohne Fasten, ohne dem Alkohol zu entsagen. Und dass es dann ein Ergebnis ist. Also ein Ergebnis, dass ich dann bereit bin irgendwann und merke, jetzt bin ich weitergegangen, jetzt habe ich einen inneren Schritt gemacht, jetzt fühle ich auf einmal, es entspricht mir nicht mehr. Also, dass keiner sich, der das jetzt auch hört, schlecht fühlt und sagt, naja, ich müsste jetzt fasten, damit ich auch mich weiterentwickle. Das ist es auch nicht. Es entsteht irgendwann, es ist irgendwann da, man geht in Resonanz damit, und wenn das noch nicht so sein sollte, dann ist es auch okay. Dann darf es erstmal als Information da sein und vielleicht als eine Möglichkeit, die irgendwann mal eintrifft,
Aber keiner sollte sich schlecht fühlen, weil er sagt, ich schaffe es nicht. Der Same muss auf dem fruchtbaren Boden fallen, oder? Da denke ich immer wieder, da haben mir so viele Mediziner vor 2-3 Jahren schon so viele Weisheiten um den Kopf gehauen. Und erst heute verstehe ich es. Im 10. Interview über das gleiche Thema. Irgendwann ist der Boden reif, oder? Und dann kann man sagen, jetzt passt es für mich, jetzt nehme ich das auf. Gut, ich danke euch ganz herzlich. Gibt es noch eine Ergänzung? Darf ich noch meinen Gedanken anschließen? Ich meine, die Frage nach der geistigen Entwicklung hier in der Inkarnation ist die Frage, was bringt uns das? Ich meine, es muss uns ja auf dem Weg ins Jenseits, muss es uns ja weiterbringen. Und wenn die Entbehrung uns nicht weiterbringt, dann haben wir den falschen Ansatz. Dann machen wir zwar etwas, meinen, es sei gut, aber wir entwickeln uns spirituell nicht weiter, auch wenn wir höher spirituell schwingen. Verstehst du? Ja, also es kommt nicht unbedingt besser in die Liebe. Also es braucht schon noch einen Input, einen Wegweiser, der dir zeigt, in welche Richtung du gehen solltest. Genau. Also Lehrer, Bewusstseinslehrer, die uns zeigen, wohin die Reise geht. Vor allem, dass die Liebe nachher zum Tragen kommt. Oder du kannst spirituell, meine ich mal, hochentwickelt, also sensitiv bist und so weiter und kannst lieblos sein. Mhm. Absolut. Stark offenen Geist, trotzdem nicht im Gefühl. Und klar, jetzt einfach zu sagen, ich faste, weil ich mir davon ein Ergebnis erhoffe, ist nicht immer die Lösung. Ich brauche schon ein Gefühl auch dazu, eine wirkliche Verbindung. Und dann breitet es sich aus auf unterschiedlichen Ebenen. War eine gute Ergänzung noch, ja, danke, die hätte fast gefehlt. Schön. Super. Noch eine Ergänzung aus eurer Seite? Ja, einfach diese phänomenale Klarheit im Geiste, die dann entstehen kann. Das ist wirklich ein grandioses Gefühl. Wenn man das mitnehmen kann, auch in den Alltag, wir werden unglaublich kreativ dadurch. Und irgendwann kommt das Gefühl zu sagen, oder vielleicht auch die Neugierde von innen heraus zu sagen, ah, das möchte ich mal ausprobieren, im Selbstversuch. Wir kennen ja heute jetzt neuerdings das 16:8 Stunden Fasten, glaube ich, heißt das. Ja. Nachtfasten. Oder Nachtfasten. Ich weiß auch nicht. Im Schlaf nichts essen. Also ich denke, dass es jetzt schon immer mehr auch in den Alltag hineinkommt, das Bewusstsein überhaupt in diese Richtung, sich mal mit dem eigenen physischen Körper und den Informationen, die man zuführt, zu beschäftigen. Aber das schöne Geschenk ist eben die Klarheit des Geistes. Also ich finde Fasten gar nicht lustig. Muss ich schon sagen, ich finde das so schön zu essen. Aber geistige Klarheit kriege ich zum Beispiel in einer heißen Badewanne bei 40 Grad und richtig schwitzen. Mhm. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, da habe ich alle meine Ideen, da bin ich angebunden, habe ich das Gefühl. Also für mich, ich bin noch nicht so weit zum Fasten. Ja, ich finde das einfach so schön, was uns der liebe Gott für Geschenke gemacht hat. Aber das ist so ein kleines Fazit. Ja. Also, ich esse wirklich gerne. Hast du das Essen heute zum Mittagessen nicht gesehen? Das war unfassbar. Das war Lassen wir das. Stefan Meyer, danke für deinen Input und auch deinen Erfahrungsschatz, den du geteilt hast. Wie du eigentlich auf deinen Weg gekommen bist, fand ich jetzt auch sehr spannend. Danke auch dir, lieber Helmut. Silke Schäfer, danke. Dada, alles Gute auf deinem weiteren Weg und danke, dass du uns hier beehrt hast. Und ich hoffe, du kannst auch ganz viel Gutes auf der Welt bewirken, wie wir alle hoffentlich auch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so wie Sie es hören, moderiere ich heute nicht nur eine Sendung ab, sondern den Tag, denn wir haben hier in unserem Kolloquium Spirit jetzt, muss ich rechnen, 56 Interviews gemacht in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und das reicht für ein ganzes Jahr, damit wir uns dann 2024 wieder treffen dürfen, um neue tiefsinnige Sendungen für Sie zu produzieren. Und ich hoffe, wir konnten mit diesen vielen Serien, Sendeserien, die wir da machen durften, Ihnen ganz viel Anregungen geben, Halt, Vertrauen in die Schöpfung und Zuversicht ins Leben. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.